Letzter Spieltag in der Regionalliga Nordost. Lok Leipzig zu Gast bei Babelsberg 03. Sascha Pfeffer nur auf der Bank. Die Zeichen stehen auf Abschied im Sommer. Generalprobe heute vor dem Sachsen-Pokalfinale gegen Chemnitz. Vor 3500 Zuschauern im Kali. Lok mit Niederlage gegen Jena mit dem besseren Beginn. Heute ohne Jamal Ziane, bester Torschütze der Liga mit 18 Toren. Ricardo Grimm auf Theo Ogbidi. Theo Ogbidi. Erste gute Chance der Blau-Gelben. ...15 Minuten gespielt. Leipzig zwingender, kein Spannungsabfall. Schon 8000 Finaltickets verkauft. Das ist wieder Ogbidi mit dem Auge für Osman Atilgan. 1:0 Lok. In den letzten drei Ligaspielen jeweils einmal getroffen. Dreht auf, umso schmerzhafter die Rotsperre für das Finale des Sachsenpokals. Danko lässt Ogbidi gewähren. Atilgan vernascht Wilton. Verwandelt ins kurze Eck an den Innenpfosten. Gewinnt das Duell gegen Tomer Haran. Heute für Klatte in der Startelf. Wird den Verein im Sommer verlassen. Babelsberg tut sich schwer, das Mittelfeld zu überbrücken, wird aber gegen Ende der ersten Halbzeit stärker. Fehlpass von Dogan, Steinborn schaltet schnell Fran und dann Çakmak. Dogan muss hier den Ball einfach nur rausschlagen. Steinborn antizipiert. Tashin Çakmak mit einem guten Abschluss. Aber Dogan bügelt seinen Fehler wieder aus. Lenkt den Ball mit der Wade ab. Erste gute Chance für die Filmstädter. Leichte Druckphase der 03er. Letzte Aktion vor der Pause. Nur eine Niederlage aus 10 Spielen. Wieder Çakmak. Und Dogan pariert. Çakmak, der beste Babelsberger bis hierhin. Ein Tor war aber nur ihm vergönnt. Osman Atilgan mit der 1:0 Pausenführung für Lok Leipzig. Kurz nach Wiederanpfiff, Babelsberg 10. Tabellenplatz, Sprung auf Platz 7 möglich, Rausch. Ball wird noch abgefälscht von Ogbidi. Die Filmstädter mit nur einem Gegentor aus 4 Spielen, die bessere Mannschaft. Machen jetzt Druck auf den Ausgleich, Emir Can Gençil. Weiterhin kein Tor für die viertschwächste Heimoffensive der Liga. Anstattdessen Lok Leipzig können sich mit einem Sieg den 4. Tabellenplatz sichern. Langer Ball auf Ogbidi, sehr auffällig heute. Zündet den Turbo gegen Danko und hat das Auge für Atilgan. 60 Minuten gespielt, 2:0 Lok Leipzig. Der Dank geht an Ogbidi, Doppelpack für Atilgan. Dessen Zukunft ist bei Lok noch ungewiss. Bewirbt sich einmal mehr. 4. Tor im 3. Spiel, keine Chance für Haran. Zehn Minuten später, Babelsberg rennt an, Lok gnadenlos effizient. Wufak. Egilseder. Mit dem feinen Auge für Grimm. Und dann Leon Heinke. 3:0 die Entscheidung. Schöne Kombination, wenig Gegenwehr der Babelsberger. Der erste FC Lok schießt sich warm für das Sachsen-Pokalfinale und gewinnt mit 3:0 und fährt den 18. Saisonsieg ein. Nur Cottbus hat mehr. Ja, ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt, auch wenn ich mich immer noch darüber ärgere, dass wir nicht komplett oben mit dabei waren. Aber dass wir die Qualität eigentlich haben, da mit den oberen Mannschaften mitzuhalten.
Und dass ich hier noch die 2 Tore geschossen habe, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, wir haben jetzt eine gute Heimfahrt und einen guten Abschluss, dass wir die 3 Punkte hier noch mitgenommen haben. Platz 10, gelungene Saison für Babelsberg. Ja, ich bin schon zufrieden, aber ich glaube, wir haben noch viel Hausaufgaben zu machen. Ja, also gerade auch von den Abläufen her und auch von der Art und Weise, die war immer gut. Ja. Aber halt auch diese Überzeugung, dann auch vielleicht die letzte Qualität in den Situationen, dann vielleicht noch mehr dran arbeiten. Jetzt verändert sich natürlich der Kader auch und da wollen wir mal gucken, ob wir da hier und da nicht noch vielleicht noch mal andere frische Luft noch mal reinkriegen. Ist ja normal. Nach dem Spiel dann Tränen beim eingewechselten Routinier Sascha Pfeffer. Die 5. Saison bei Lok Leipzig geht für ihn zu Ende. Es war wohl das letzte Ligaspiel im blau-gelben Dress. Lok ist 4. Tabellenplatz, Stadtmeister, Pokalfinalist. Und mit Jamal Ziane stellt man den besten Torschützen der Liga. Eine erfreuliche Saison für alle Fans aus Leipzig. Probst Heider.